Zusammen und willkommen bei Football Surplus, wo wir heute meine Serie über die Weltmeisterschaft, die WM 2022 mit einem Video fortsetzen, das einen direkten Gegner der Schweizer Nationalmannschaft betrifft, die eben schon auf dem Kanal analysiert wurde. Denn es handelt sich um eine Analyse mit Videosequenzen von Spielen über die Schwäche des kamerunischen Torwarts André Onana. Eines Torwarts, den ich sehr mag trotzdem. Denn obwohl er regelmäßig Fehler aller Art macht, ist er auch zu den besten Leistungen fähig. Insbesondere mit einer hervorragenden Passfähigkeit, die es ihm sogar ermöglichte, unter Ten Hag bei Ajax sich manchmal beim Spielaufbau zwischen die beiden Innenverteidiger zu positionieren. Allerdings hat der in La Masia ausgebildete Torwart eine echte Schwäche: die gegnerischen Flanken. In der ersten Sequenz schaut Onana natürlich auf den Ball, wenn der Freistoß ausgeführt wird, was er auch tun muss, aber man kann ihm seine Positionierung und Körperorientierung vorwerfen. Er ist zu sehr auf den ersten Pfosten ausgerichtet, obwohl er sich hier ganz leicht auf der Seite des zweiten Pfostens befinden sollte. Denn das wäre eine Möglichkeit, die Zeit auszugleichen, die man braucht, um sich umzudrehen, wenn der Ball dort ankommt. Das ist ein Detail, was mich wirklich stört, ist die Körperorientierung. Da sie sich von der orangefarbenen Linie, die ideale Körperorientierung darstellen würde, unterscheidet. Diese würde ihm die Arbeit sehr erleichtern, da Onana sich nach dem Ballstart nicht komplett neu ausrichten müsste, sondern nur seinen Kopf drehen müsste. Und ein Spieler, der im Spiel seinen Kopf drehen kann, ohne seine Körperorientierung zu verändern, ist in der Regel ein Spieler, der für eine breitere Informationsaufnahme empfänglich ist, die Onana in dieser Situation wirklich durchführen müssen hätte, da er zu keinem Zeitpunkt seinen Kopf drehen wird, um gegnerische Spieler und Mitspieler im Strafraum auszumachen. Der schraffierte Bereich ist eine Schätzung seines Sichtfelds, das sich also nicht wesentlich vergrößern wird. Zu diesem Zeitpunkt glaube ich nicht, dass der kamerunische Torwart den von Timber gedeckten Darwin Núñez, auf den der Ball zufliegt, schon bemerkt hat. Wenn er ihn gesehen hätte, wäre er sich sicher vor ihm vorbeigelaufen, weil dort Platz ist. Aber er wird sich seltsamerweise hinter den uruguayischen Stürmer begeben. Zum Glück befand sich kein Spieler auf seinem Weg, denn das hätte zu einem Zusammenstoß führen können, weshalb es wichtig ist, erst herauszukommen, nachdem man sich auch über die Situation der in der Nähe befindlichen Spieler informiert hat. Vielleicht hätte er so an Darwin Núñez vorbeikommen können, der nun also einen Treffer erzielen kann. Ich lasse euch das anschauen, das zuschauen. Jawohl. So, hier haben wir wieder eine Körperorientierung, die nicht ideal ist, aber es ist eher, was gerade kommen wird, das mich stört. Jetzt. Während der Ball auf die Nummer 15 von Burkina Faso zufliegt, läuft Onana nicht vor ihn, sondern hinter ihn, und um dies zu erreichen, verliert er an Geschwindigkeit, da er seinen Lauf neu ausrichten muss, was ihn sogar daran hindert, seine große Körpergröße von 1,90 Meter ohne Ausbreiten seiner Arme. Es könnte sich um eine Fehlantizipation der Flugbahn des Balles handeln, aber auch um die Angst, den Ball zu verpassen, wenn man an der Nummer 15 vorbeigeht, die mit einem möglichen Mangel an Vertrauen in die eigene Größe und die eigenen Fähigkeiten verbunden sein könnte. Wie auch immer, eine gute Informationsaufnahme zu haben, würde ihm sicherlich helfen, sich dabei wohler zu fühlen. Die dritte Sequenz unterstützt eher die These einer Fehlantizipation der Flugbahn von Flanken, da der Ball genau dort ankommen wird, wo Onana gerade steht. Dieser wird aber seine Linie verlassen haben und dann wieder dorthin zurückkehren haben, wo er zu weit nach vorne gelaufen sein wird.
Achtung, es geht schnell. Es handelt sich diesmal nicht um eine Zeitlupe. Jawohl. Auch wenn es mit einem Sehproblem zusammenhängen könnte, hat sein mehrmonatiges Spielverbot im Jahr 2021 sicher nicht geholfen. Deshalb würde ich ihm vorschlagen, in solchen Situationen bei Spielen auf seiner Linie zu bleiben, bis er dieses Problem im Training behoben haben wird. Dies ist ein Detail, aber das ich aufmerksam verfolgen werde, wenn ich mir seine Anpassung an Inter Mailand und Italien ansehen werde, das Land, in dem wir für das nächste Video bleiben werden, das der Analyse von Freistößen des berühmten Giovanni Fio, also Giovanni Fio oder Gianni Fio gewidmet ist. Abonniere also, um das nicht zu verpassen, und wenn das Video dir gefallen hat, vergiss bitte nicht, auf Like zu klicken, es in den Kommentaren mitzuteilen und das Video mit einem weiteren Fußballfan zu teilen. Es würde mir sehr helfen. Viel mehr als was du glauben könntest. Ciao, ciao!